Bist du das, Larry? Du hast doch wohl nicht vergessen, dass fast Sonntag ist. Als ich jünger war, hörte sich Mamas Erinnerung an den Fastsonntag an, als ob ein Richter sagte: Elender Schuft! Die Erkenntnis, dass Fastsonntag war, ging mir jedes Mal in die Knochen. Dann wollte ich nur noch ins Bett zurückkriechen und wieder einschlafen. Es ist doch wirklich kaum vorstellbar, dass die fröhliche Fastnacht was mit Fasten zu tun hat. An vielen Fastsonntagen lief ich in der Küche auf und ab und versuchte, nur einen kleinen Happen zu rechtfertigen. Ich versuchte jeden nur möglichen Trick, um ums Fasten herumzukommen. Das ganze Repertoire. Mann, ist mir schwindlig. Ich mach schlapp. Du überlebst es. Mir platzt der Schädel. Aber ich kann nichts nehmen auf leeren Magen. Gib's auf, Larry. Und wenn ich gar nicht locker ließ, dann sagte Mama immer: Aber wir zwingen doch niemanden zum Fasten, Larry. Du kannst jederzeit essen, wenn du das willst. Ja, klar. Iss nur, während alle anderen fasten, und fühl dich wie der Volltrottel. Ich hab das zuerst gelesen. Gar nicht wahr, gib das her. Stimmt nicht. Nein, ich hatte es zuerst. Ich hatte es zuerst. Nein, stimmt nicht. Mama! Nach einer Weile habe ich dann gelernt, nicht mehr zu jammern und nicht in der Küche rumzulungern. Ich habe einfach versucht, den Kopf vom Magen abzulenken und es zu ertragen. Ich habe gefastet. Naja, wenigstens habe ich 2 Mahlzeiten ausgelassen und nichts gegessen oder getrunken. Meine Eltern haben mir immer nur gesagt, ich sei alt genug und ich würde schon noch Gefallen daran finden. Klar, so wie beim Zahnarzt. Man will einfach nur, dass man es hinter sich hat. Aber dann, als ich eines Tages mit dem Seminar beschäftigt war, traf mich ein Vers aus Jesaja genau zwischen die Augen. Der Herr sagt, dass es ihm nicht gefiel, wie die Leute fasteten. Da steht: Ist das ein Fasten, wie ich es liebe, ein Tag, an dem man sich der Buße unterzieht, wie eine Binse sich neigt, wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt? Nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem Herrn gefällt? Ich hatte irgendwie nicht mitgekriegt, worum es beim Fasten eigentlich geht. Vielleicht war ja mehr dran, als nur zu hören, wie der Magen knurrt. Ich nahm mir vor, den Herrn zu bitten. Er sollte mir verstehen helfen, warum ich fasten soll. Am nächsten Fastsonntag gab ich mir extra Mühe, nett zu sein. Hi, Mama. Grüß dich, Vati. Ich schlich nicht durch die Küche und raunzte meine Familie nicht an. Ich war auch nicht auf einmal total durchgeistigt oder so, aber ich las doch einige Zeit in den Schriften und betete um mehr Verständnis vom Grundsatz des Fastens.
Noch immer hatte ich den Geschmack von alten Socken im Mund, aber da half Zähneputzen. Die Fastsonntage wurden nicht auf einmal besser. Das braucht seine Zeit. Es ist leicht, sich die Laune vom Magen bestimmen zu lassen, und man kann das Ganze auch absolvieren, ohne was zu empfinden. Ich habe gemerkt, echtes Fasten macht Mühe. Wenn man sich aber richtig Mühe gibt, läuft der ganze Tag besser. Auf einmal hörte ich bei der Zeugnisversammlung zu und hielt nicht nur die Uhr im Auge. Auf einmal fühlte ich mich da sogar wohl. Ich fühlte mich dem Herrn näher und meiner Familie auch. Ich fing an, etwas vom Lohn des Fastens zu spüren. Ein Lohn, den man nicht hat, wenn man nur versucht, bis zum Mittagessen durchzuhalten. Das ist ein Fasten, wie ich es liebe. Die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen. Wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen: Hier bin ich.